Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute stellen wir euch unseren Bulli vor, in dem wir 16 Tage eine Tour gemacht haben durch Spanien, Portugal und Südfrankreich. Das ist ein T6 T6.1 California Ocean mit 150 PS Automatikgetriebe in der Dieselfassung. Ja, geile Optik und so, das ist jetzt eine Nebensache, haben wir gemietet von Roadsurfer, unbezahlte Werbung. Genau, aufmachen, mit dem Schlüssel natürlich, genau, da können wir mal vorne reingucken, wenn ihr wollt. Türen, hier sind alles verstellbare Sachen, Automatik, zu, auf, verstellbare Spiegel, alles hin und her, das Übliche, was ihr auch so kennt. Der Innenraum ist sehr schön, finde ich, geräumig, großes Multimedia-Radio mit CarPlay-Funktion auch, Navigation, Media, alles mögliche, Automatik, DSG-Getriebe. Klimaautomatik, Parkassistent, Abstandassistent, Tempomat, alles mögliche, Multifunktionslenkrad, also Schnickschnack, Lichteinstellungen, ja, genau, das ist eigentlich recht gut. Hier vorne hat man noch eine 12-Volt-Steckdose, wenn man will, was man hier wirklich viel hat in dem T6 California Ocean. Und hat man hier Halterungen, die wir ziemlich oft genutzt haben auf unserer Fahrt, die echt praktisch sind. Zwei große Sonnenblenden mit jeweils einem Schminkspiegel. Und dann hier das Multimedia-Display, was auch ganz wichtig ist, meiner Meinung nach. Wo man hier sieht, wie voll der Wassertank ist, das Abwasser voll und wie viel Strom man noch hat, um weiterzufahren. Hier gibt es dann noch Einstellungen, wie zum Beispiel die Kühlbox. Einen ausschalten, die Stufe, Intensität, wie kalt man sein haben soll. Das Aufstelldach zeige ich euch nachher noch. Dann die Standheizung, dann Campingmodus, maximal laden, Niveau, wie man jetzt aktuell steht, geht jetzt nicht, weil die Zündung nicht da ist, ist egal. Wecker, Timer, Licht, du kannst hier das ganze Licht bedienen im Bulli, Setup und Display aus, genau. Also hier kann man echt viel, viel verstellen mit dem Multimedia-Display, ist echt gut. Genau. Kühlschrank. Kühlschrank, apropos Kühlschrank, ich würde sagen, wir gehen jetzt in den Innenraum kurz. Und dann zeige ich euch den Innenraum. Wartet kurz. Wir müssen auf die andere Seite. Denn hier gibt es keine Tür. Genau, wir sind jetzt hier drin. Hier ist der Kühlschrank. Der fasst, glaube ich, 33 oder 45, 43 Liter knapp. Genau, zeige euch mal kurz. Ist ziemlich tief. Also da passt echt viel rein mit so einem Hängefach. Was man beachten muss, wenn man den auf Stufe 4 hat oder so, muss man unten die Sachen haben, die gefrieren können. Also das ist... Kennt man der Kante. Genau. Genau, den lassen wir auf jeden Fall auf. Dann haben wir hier noch eine Kochherdplatte mit zwei Gasplatten. Jetzt zeige ich euch gleich, wie das Gas angeht. Und jeweils, das kann ich euch jetzt gerade nicht so gut zeigen, ein Waschbecken, weil das jetzt gerade blöd im Weg ist. Genau, mit so einer kleinen Abwurfschale und Waschschwamm und dem... Genau, also echt gut. Das Wasser funktioniert mit einer Pumpe, das zieht es von dem Frischwassertank ab. Genau. Apropos Frischwassertank, hier unten, ich weiß nicht, ob man es sieht. Ich zeige euch mal hier. Wahrscheinlich seht ihr es, ist ein Hahn zum Gasversorgung aufmachen. Und da unten ist der Tank zum Frischwasser. Genau, zum Abwasser, sorry, vom Abwasser. Der Frischwasserschäden. Hier habt ihr auch zwei große Stauraumfächer, was echt nützlich sind. Eine große Schublade mit Besteck, das ist auch von Roadsurfer noch. Genau. Dann hier hinten auch viele Ablagemöglichkeiten und ähnliches. Warnwesten. Genau, Warnwesten sind auch schon dabei gewesen. Dann gibt es hier die Kochkiste, die bekommt ihr mit. Die kommt immer mit, die ist gratis eigentlich dabei. Wir hatten die Kiste umfunktioniert und haben die Sachen so in den Schrank gestellt. Ja. Also das kann man machen, wie man möchte. Hier sind auch schon Schneidebretter, Sieb, Teller, Schüsseln, Salat, große Salatschüssel, Becher, Gläser, Tassen. Alles mögliche, was man braucht. Kaffee kochen. Für vier Personen, Töpfe, gell? Töpfe und Pfannen. Aber uns wurde gleich empfohlen, eine größere Pfanne mitzunehmen. Das haben wir auch gemacht. Das war auch notwendig. Also nehmt eure eigene Pfanne mit. Tipp. Einen kleinen Teppich gibt's auch. Genau, der ist auch dabei gewesen. Gemütliche. Und jetzt zeigen wir euch mal die Bank und was sich darunter verbirgt. Die Bank. Schöne Sitzbank.
kann man hier auf der Seite aufziehen. Wichtig nur auf der linken Seite. Dort befindet sich dann die Abdunkelung von der Seitenscheibe. Wenn ihr wollt, kann ich euch das mal ruhig zeigen. Ja. Links und rechts, ihr müsst halt gucken, welches Fenster ihr habt. Hoffentlich ziehe ich jetzt das rechte Fenster. Steht auf dem Zettel drauf. Seiten left. Ja, okay, ich habe Pech gehabt. Links. Wenn ihr dann verdunkelt, zeige ich euch nachher auch noch gleich die Verdunkelung vorne, wenn wir schon dran sind. Hier einfach so dran klippen an Form des Fensters, das ist magnetisch. So, und dann habt ihr es hier richtig schön dunkel später, wenn ihr nachts schläft, ist eigentlich recht gut. Apropos Verdunklung, ich zeige euch noch kurz, innen drin hat es hier noch seitlich, ja, das kann man hier rausziehen, ja, hier, schaut, hier, rausziehen, das ist ein bisschen tricky, ihr müsst dann den Spiegel immer reinmachen, diese zwei Dinger hier rausholen, ja, dann müsst ihr das ziehen, da müsst ihr echt aufpassen mit den Lamellen, ja, und dann hier einfach so ein bisschen vordrücken und dann zack, guckt, so, das ist dann fest, genau, das ist auf der anderen Seite dann genauso, und dann könnte ich es hier noch runter machen und dann ist es ein bisschen richtig schön dunkel, genau. Und zurück einfach dann wieder hier raus langsam. Und wichtig, dass es einfach nicht schnappen lässt. Genau. Apropos Aufstelldach, können wir gleich auch noch zeigen. Aufstelldach, wichtig ist, dass wir die Zündung anmachen. Und wichtig ist, dass eine Tür auf ist dabei. Und Fenster wird euch einfach auf alles angezeigt. Über uns ist jetzt Platz aktuell. Das ist auch wichtig immer zu beachten. Drückt ihr einfach hier drauf auf euer Menüassistent. Die Zündung ist an. Dann drückt ihr auf Aufstelldach. Genau, auf Aufsteller. Dann die Option öffnen. Wichtig ist, dass ihr diese Luke hier oben erstmal öffnet. So. Genau, da fällt ihr euch erstmal viel entgegen, aber keine Angst. Dann drückt ihr auf Öffnen und dann gibt es euch Zeichen, bitte verfügbaren Platz über Aufsteller prüfen. Die haben wir gemacht, ist gut. Genau, jetzt drücken wir dann Öffnen. Und dann kann ich Vanessa zeigen, wie es oben aufgeht. Wenn es aufgeht. Ich habe es selber noch nicht von außen gesehen. Genau. Jetzt zeige ich euch mal im Innenraum. Was ihr euch noch in der Schublade habt, könnt ihr kurz gucken. Machen wir das kurz erst fertig, diese Abdunkelungen, dann habt ihr einen Wassertank mit einem Schnorchel zum Wasserfüllen, ein Stromkabel, einen kleinen Handfeger, den wir richtig oft benutzt haben, dann so ein paar Heringe und Auffahrteile. Und hier ist die Kurbel drin für die Markise, die ich euch nachher auch noch zeige. Genau, ihr könnt dann hier einfach rein und dann könnt ihr das hier hochdrücken, wenn es aufstellt, nach oben ist natürlich. Und dann kann ich sogar hier drin stehen als Riese. Ist echt gut. Genau. Und zum Schlafen ein kleiner Tipp von uns. Ja, hier gibt es Öffnungen. Die könnt ihr bedienen, wie ihr wollt. Ihr könnt sie auch machen. Hier ist ein Moskitonetz dazwischen. Und da kommt da gut Luft rein. Hat echt gut geklappt. Und oben könnt ihr natürlich auch schlafen. Wenn ihr es wieder runter macht, ist hier oben eine riesengroße Liegefläche. Ich zeige es euch mal kurz. Gibt es auch Licht? Genau, Licht habt ihr hier jeweils. Licht geht dann hier oben an, aus. Links, da habt ihr nochmal eine 12-Volt-Steckdose. Und dann hier auch Licht. Also hier hat es fast überall Licht. Ihr könnt dann echt viel finden. Und dann guckt mal. Da habt ihr eine riesengroße Fläche zum Schlafen. Am geeignet am besten für Kinder, würde ich sagen. Ich habe auch oben geschlafen. Es hat sehr gut geklappt. So, genau. Genau. Und wenn ihr einen richtig schönen Panoramablick am Morgen wollt, wenn ihr Richtung Sonnenaufgang schläft oder so, könnt ihr sogar hier aufmachen. Und dann kann euch Vanessa von der anderen Seite zeigen. Könnt ihr da rausgucken. Hallo. Da gibt es aber keinen Moskitonetz. Genau, da gibt es keinen Moskitonetz. Apropos verdunkeln. Ihr habt an den Seiten jeweils so Rollos, die ihr runterlassen könnt. Ich kann euch das mal da vorne zeigen. Gleich. Genau. Ihr habt jeweils da Sachen, die ihr runter machen könnt. Auch Jalousien einfach hier runterziehen. Da
dabei aufpassen, dass einfach die Kanten hier nicht zu arg mit Gewalt zieht, dann geht es. Dann habt ihr hier an den Seiten noch was und hier oben über Vanessa habt ihr auch noch so einen. Also das könnt ihr richtig schön abdunkeln. Und da hinten kann man noch den Teil aus der Schublade aus dem Schrank rausholen. Genau, das ist hier noch. Das wird hier das kleine Fenster. Und da könnt ihr dann zum Beispiel Dinge verstauen, die ihr morgen braucht. Genau, ich finde das ganz gut. Richtig schön. Haargummis, Zahnpasta, Bürsten, irgendwas. Genau. Hier haben wir noch einen Schrank. Der ist richtig, richtig groß, der Schrank. Tief ist er. Mit einem kleinen Spiegel. Also schaut mal, mega viel Platz hier drin. Den haben wir oft genutzt. Was hier immer das Problem war, das Licht ist drin, die ausgegangen. Die ist auch nicht ausgegangen. Ja. Jetzt ist es ausgegangen. Da hatten wir Probleme. Genau. Was wir hier noch tragen, den Tisch. Den haben wir auch ziemlich oft genutzt zum Frühstücken natürlich. Den kann ich euch zeigen. Der ist hier drin. Das ist der Tisch. Genau. Den drückt ihr hier drauf. Hier ist so ein Knopf. Dann zieht ihr ihn raus. Jetzt ist die Kiste ein bisschen im Weg, aber kein Problem. Könnt ihr so hoch und runter machen, wie ihr wollt. Dann ist hier ein Tischbein, das zieht hier einfach nach vorne, bis es einrastet. Und hier ist ein roter Knopf. Den roten Knopf betätigt ihr und zieht es nach vorne und dann runter. Und dann könnt ihr richtig schön essen. Das ist mega gut. Oder irgendwas anderes machen, mal vorbereiten, irgendwas mega gut. Und so baue ich dann auch wieder schnell zusammen. Also so rein, Fuß zurück. Tisch rein und zack, bis es einrastet. Genau. Und fertig ist der Tisch. Und können wir euch noch zeigen, wie man das Bett hier macht? Achso, jetzt zeigen wir euch noch, wie man das Bett macht. Oh, da ist noch eine Nudel. Bevor wir das abgeben, müssen wir die noch wegtun. Wir müssen die so noch absaugen. Genau. Zack. Genau. Jetzt zeigen wir euch noch, wie man das Bett macht. Die Kiste muss raus. Ja. Die Kiste muss doch kurz dafür raus, auf jeden Fall. So. Wir haben den hier immer so geklappt. Genau. Hier sind Schienen. Da wird die Vorderbank sozusagen mit nach vorne gezogen. Und jetzt zeige ich euch, also bei mir war es immer ein bisschen creepy. Ihr müsst hier diesen Hebel bedienen. Ja. Und dann müsst ihr euch das ein bisschen nach vorne ziehen. Bis es einrastet. Ja. Dann wichtig ist, dass ihr diese Kopfstützen einfach hier oben ist ein Knopf reindrückt und nach hinten klappt. Dann ist hier in der Mitte eine Lasche, wenn die irgendwo versteckt ist, ja, da weiß ich nicht, so, genau, dann einfach mal kräftig dran ziehen und dann hier runterdrücken, genau. Und dann könnt ihr hinten, da liegt jetzt Bettwäsche drauf, unter den die Matratze. Wir haben das jetzt immer so gemacht, wir haben die Kissen und Decken nach vorne geholt. Genau. Dann haben wir die Matratze da vorgezogen, dann haben wir das Laken drüber gemacht und dann die Kissen und Decken wieder nach hinten. Also ich habe es Philipp zugeworfen. Genau, wir machen das jetzt nicht, weil wir alles schon so schön sortiert haben. Genau, jetzt machen wir es wieder zu. Jetzt eine riesengroße Liegefläche zumachen. Genau, jetzt machen wir es. Was wir auch gemacht haben, da hinten ist so eine Lücke, die haben wir noch zugemacht. Also wir haben die Bank dann nochmal nach hinten geschoben. Genau, dass dies da alles eben ist. Dann zurück, genau das gleiche Spiel, drückt den Hebel. Zack. Wichtig ist, die Kopfstütze natürlich wieder hoch machen. So, und dann einfach die Bank nach hinten. Wichtig dabei ist hier. Ja, die ist nicht richtig, wie ihr seht. Jetzt ist gut. Ist die Bank gut drin und dann könnt ihr wieder einen Teppich hier aufbauen oder einen Tisch aufbauen. Frühstück. Also, die Kiste machen wir wieder rein. So, jetzt zeige ich euch, was wollte ich euch noch zeigen? Genau, hier habt noch einen Tisch in der Tür drin. Dann nehme ich euch mal kurz mit rein. Dann machen wir die Tür mal zu. Genau. Tisch hier unten ist eine Klappe. Draufdrücken und dann kommt euch dieser Tisch schon entgegen. Okay. Den könnt ihr dann rausholen. Gut. Und das sind vier Tischbeine, die baut ihr auf und stellt den Tisch einfach draußen hin. Und dazu gibt es dann auch Stühle und die zeige ich euch jetzt. Und den Tisch kann man einfach wieder reinklappen, wie ihr gesehen habt, und das ist echt super. Übrigens wollte ich euch noch zeigen, ihr habt hier hinten eine Klimaanlage, da hinten kommt Luft raus und hier.
Und wenn es an ist, könnt ihr es hier ausschalten, ihr könnt es hier bedienen, wärmer, kälter machen, höher stellen. Das ist eigentlich ganz praktisch, wenn man zum Beispiel hinten sitzt. Und hinten habt ihr noch einen Schrank. Ah, oh, die haben wir ganz vergessen, stimmt. Da hatten wir... Also ihr habt schon ziemlich viel Stauraum. Da hatten wir nur Pullis drin. Ihr macht den hier einfach auf. Das geht nicht so einfach, ja. So ein bisschen, nicht mit Gewalt. Und dann könnt ihr echt da, viele machen dort Schuhe rein, haben sie gesagt. Die haben dort Jacken und Pullover reingemacht, weil wir in Spanien, Portugal nicht so viel gebraucht haben. Einmal, zweimal haben wir sie schon gebraucht. Aber nur in Portugal. Genau, Innenraum wäre soweit dann fertig eigentlich. Mir fällt jetzt, glaube ich, gerade nichts mehr ein, was es sein könnte, oder? Genau. Hinten habt ihr optional wahrscheinlich die Möglichkeit, bei uns war es jetzt nicht optional, ein Fahrradträger, der war jetzt einfach dran. Genau, und die Heckklappe geht eigentlich sehr leicht auf und auch zu, wenn man sie hinten nicht macht. Habt ihr unten mega viel Stauraum, finde ich. Ihr habt noch optional die Möglichkeit, dieses Ding hochzumachen, was ich jetzt nicht machen kann. Und dann könnt ihr dort einen Kinderwagen sogar hinschieben, das geht. Genau. Riesengroßen Schrank hinten auch, den ihr auch verstellen könnt. Ihr könnt hier drei Fächer, habt ihr Abfall, die man auch rausnehmen könnte notfalls. Genau. Das Gas wollte ich zeigen. Genau, das Gas wollte ich noch zeigen. Gasanschluss vorne ist, wo ich den Hahn euch gezeigt habe, der muss natürlich waagrecht sein. Genau. Dann könnt ihr hier rausnehmen. Ah, hier ist noch die Außendusche. Die Außendusche könnt ihr hier jeweils aus diesem Korkschale entnehmen. Hier wieder schön reinmachen. Und dann ist hier unten eigentlich selbsterklärend ein Anschluss. Und wenn ihr dann hier die Pumpe betätigt und dieses Geräusch hört, dann läuft die Pumpe. Und wenn ihr wieder ausmacht, ist die Pumpe wieder aus. Genau. Da habe ich meistens das Gas hier oben hingemacht. So. Dann ist hier ein Drehverschluss. Ja, wie ihr seht. Dreht ihr auf. Und darunter verbirgt sich die Gasflasche. Die Gasflasche dreht ihr auf. Psch, macht's. Und wenn ihr sie nicht mehr braucht, machen wir sie zu. Genau. Hier ist auch der Tank fürs Waschwasser. Wasser. Das mache ich jetzt. Der wäre hier. Genau. Genau. Das ist Abwasser. Nee, Frischwasser. Das ist Frischwasser. Das ist Frischwasser. Der ist hier hinten im Eck. Genau, das muss man auch wissen. Genau. Dann macht man alles wieder hier schön rein. Das lasse ich jetzt erstmal kurz. Genau. Die Dusche habe ich euch erklärt. Was wir noch haben, noch die Stühle. Die packe ich jetzt nicht aus, aber ich habe euch mit dem Tisch ja gezeigt, wo die Stühle sind. Die sind hier hinten drin. Die könnt ihr einfach rausnehmen, euch schön draufsetzen, gemütlich machen und dann einfach wieder reinpacken. Wir hatten sie auch zwei, dreimal im Einsatz, aber ansonsten waren sie echt oft drin, wenn wir es müssen sagen. Genau, dann haben wir noch eine Außenmarkise. Hier. Da ist der Hebel, wie gesagt, in der Schublade drin. Der ist hier eingeklemmt. Den holt ihr einfach hier raus. Ein bisschen vorsichtig, sonst macht ihr was kaputt. Ja, wichtig ist dabei, dass die Tür zu ist. Dann könnt ihr hier mit diesem Ding, wie ihr seht, hier rein unten. Ja. Und dann einfach drehen. Dann macht ihr ungefähr so einen halben Meter raus. So. Und dann kann man das hier nach oben klappen. Und dann sind hier zwei Schnallen in der Mitte. Hier. Die macht ihr raus. Und dann könnt ihr die Beine rausziehen und dann Höhen verstellen. Ja. Und dann gibt es dort Clipper, die man festmachen kann. Genau, und dann müsst ihr es immer Schritt für Schritt nach vorne machen. Wichtig dabei ist, eine Schönwettermarkise. Darf nicht bei Regen und bei Wind ausgezogen werden. Wurde uns erklärt. Okay? Und wenn ihr dann fertig seid und dann in der Position wieder seid, könnt ihr einfach wieder zurück. Einfach einrollen.
Pipi hier rauszukommen und dann einfach die Stange wieder verrollen. Jetzt überlege ich gerade noch, was wir euch noch zeigen können. Ja, das Dach zu machen müssen wir noch. Das machen wir noch. Richtig, eine Tür auf. Ah, ich glaube, das haben wir uns euch noch gar nicht gezeigt, gell? Ah, genau. Hier sind auch noch so USB-C-Ladestationen. Genau, Zigarettenanzünder. Noch mal Platz für ein Getränk. Das Handschuhfach. Genau, hier liegt übrigens ein Buch drin, ne, wo man sich eintragen und kann. Und hier sind auch die Dinge. Oh. Das Müll. Die Fahrzeugpapiere und die Zulassung drin und alles. Genau. So. Und dann müsst ihr ganz wichtig die Zündung natürlich wieder anmachen. Schauen, ob alles zu ist. Ist es noch nicht? Das in dem Fall nicht. Immer wichtig, gucken, ob die Lichter aus sind und dann oben, ob nichts ist. Aber in dem Fall ist oben nichts, das wissen wir. Oder langsam zuklappt, dass es nicht zuklappt. Ja, echt langsam, weil es ist oft auf den Kopf gekommen. So, dann macht ihr das Ganze an. Aufstelldach. Schließen. Und dann wieder lange drücken. Jetzt bestätigt es nochmal, ist oben auch alles weg. Genau, es fragt nach. Zur Sicherheit. So. Jetzt ist es zu. Beziehungsweise unten. Jetzt müssen wir das ganz sicher so eindrücken und das hier wieder zumachen. Ja, allein ist das ein bisschen schwierig, also zu zweit ging es ganz gut. Ja, das wäre es im Großen und Ganzen. So, oder? Ja. Ich glaube, wir haben nichts vergessen, was wir euch zeigen müssen noch. Was ich auch noch richtig cool finde, sind diese Halterungen zum Hochkommen, weil ich ja nicht so groß bin. Ach, für mich ist es gerade perfekt. Genau, das ist perfekt auch zum Einsteigen. Genau. Ja, in dem Sinne. Das war unsere Tour. Wenn ihr Fragen habt, lasst sie gerne in den Kommentaren da. Genau, und schreibt uns auch gerne. Genau, wenn ihr welche Fragen habt, dann ist das schon gesagt. Ich bin verpeilt. Genau, wir geben den jetzt ab. Wir gehen jetzt noch in die Waschstraße. So absaugen. Und ein bisschen vorne fresh machen von dem Mückenfriedhof. Genau, wir müssen ihn innen genauso abgeben, wie wir ihn abgeholt haben. Und außen nur von groben Verschmutzungen befreien. Genau, da müssen wir noch kurz tanken, ein bisschen AdBlue und so. Achso, apropos tanken, das könnt ihr euch noch zeigen. Komm, das ist ein bisschen wichtig, genau, und Frischwasserzufuhr und Strom. Strom am Boden. Das hätte ich ganz vergessen. Tanken. Ah. Hier ist der Tankdeckel. Diesel, AdBlue. So, das war's. Mehr gibt's da nicht zu erklären. Wasser. Habt ihr am Schlüssel dieses Schloss dran? Schlüssel. Genau, hier ist der Stromanschluss. Der erklärt sich selber, wenn ihr am Campingplatz seid, habt ihr dieses Stromkabel. Wichtig beim Entnehmen des Kabels, hier ist ein kleiner Clipper, den leicht runterziehen, das Kabel. Und wichtig ist, guckt, dass es Klick macht. Bei mir ist es passiert, oder uns ist passiert, wir sind gefahren, hat es immer so im Wind gelabert. Das war nicht gut. Deswegen immer leicht andrücken. Ja, so. Jo. In dem Sinne. Verabschieden wir uns. Verabschieden wir uns. Tschüss. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr mehr auf uns Bock habt, lasst gerne ein Like da. Auch gerne ein Abo, wenn ihr Lust habt. Und Ding, Ding. Und nicht dabei vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und in dem Sinne, viel Spaß. Macht's gut. Ciao. Euer Team. Tschüss. Thank you.